ein mobiler Sägespalter mit Kreissäge, der bis zu 53 cm starke Stämme verarbeiten kann? Sowas gibt's doch gar nicht. Da haben Sie recht und auch wieder nicht, denn der Uniforest Titan 5340 soll Ende April zur Messe Forst Live der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Wir konnten das Kraftpaket exklusiv bereits vorab einem ausführlichen Test unterziehen. Die Eckdaten lesen sich schon einmal ziemlich eindrucksvoll. Für den großzügigen Bearbeitungsdurchmesser ist ein Sägeblatt mit sage und schreibe 130 cm Durchmesser erforderlich. Daneben ist die Maschine mit einem Spaltdruck von 40 Tonnen angegeben. Die Spaltkassette bietet Teilungen von 2, 4, 8 und 18 Scheiten in einem einzigen höhenverstellbaren Rahmen. Das alles wurde sehr kompakt auf einem 25 km/h Fahrwerk untergebracht. Trotzdem addiert sich der Materialeinsatz bei der Kombimaschine mit Zapfwellen und Elektroantrieb auf stramme 4,2 Tonnen. Uniforest baut bevorzugt Maschinen mit möglichst wenig Elektronik und rein manuell hydraulischer Steuerung. Trotzdem besitzt der neue Sägespalter ein paar sehr schlaue Features, wie man schon hier sehen kann. Der höhenverstellbare Einzug erleichtert die Zuführung der Stämme ganz enorm. Hinter dem Niederhalter lässt sich der aktuelle Stammdurchmesser ablesen. Den abgelesenen Durchmesser kann man anhand der Skala oben auf der Spaltkassette einstellen und die Stämme somit immer sehr schön zentriert spalten. Für die Übergabe von der Säge zur Spalteinheit gibt es diese Wippe, was Querlieger zur absoluten Ausnahme macht. Die 40 Tonnen Spaltkraft sind auch für das 18-fache Spaltkreuz mehr als ausreichend. Wir hatten während unseres gesamten zweitägigen Tests kein einziges Stück, das diese Maschine nicht geschafft hätte. Dabei waren die Eschen, die wir hier zum größten Teil verarbeitet haben, beileibe nicht immer nur schön und astfrei. Das hydraulisch teleskopierbare Förderband mit 5 Meter Länge ist aus Stabilitätsgründen nicht schwenkbar ausgeführt. Es ist 60 cm breit. Wenn 18 Scheite gleichzeitig aus dem Spalter purzeln, dann wird diese Kapazität auch gebraucht. Hier haben wir nochmal ein besonders schönes Beispiel, wie der höhenverstellbare Einzug die Arbeit erleichtert. Weil der hydraulische Niederhalter das Holz zugleich nach hinten drückt, hat die Säge überhaupt keinen Leerweg zu überwinden. Das spart Zeit. Diese Ersparnis geht ein Stück weit wieder verloren, weil der Niederhalter für den Weitertransport immer den ganzen Weg öffnen muss. Wir haben während unseres Tests an zwei Tagen ohne Probleme und ohne Routine mit der Bedienung dieser Maschine 38 Festmeter Holz verarbeitet. Dabei wurde es irgendwann auch dunkel. Das ist aber auch kein Problem, denn der Uniforest Titan 5340 besitzt serienmäßig eine LED-Beleuchtung im Spaltkanal.